Willkommen bei Stenografie lernen mit Dominique Clarier. Zunächst unsere kleine Wiederholung. In Lektion 6 haben wir die Mitlaute W und P gelernt. Bitte versuchen Sie nun, die folgenden Wörter eigenständig zu lesen. Die Auflösung gibt es sofort im Anschluss. Der Weg. Die Wogen. Bewerben. Beim Wort bewerben folgen zwei Mitlaute aufeinander. Hier hatten wir folgende Regel gelernt. Zwei aufeinanderfolgende Mitlaute werden eng zusammengeschrieben. Bitte lesen Sie nun wieder. Die Poren. Der Nepp. Die Oper. Zum Schluss haben wir noch folgende Kürzel gelernt. Wenn, wo und. Heute lernen wir das sinnbildliche Zeichen für den Selbstlaut A sowie die Kürzel dem und den. Im Wortinnern wird das A durch eine enge Verbindung und die Verstärkung des nachfolgenden Zeichens dargestellt. Beim Wort gaben wird das G durch eine enge Verbindung mit dem B verbunden und das B wird verstärkt. Das machen wir ganz einfach dadurch, dass wir mit dem Bleistift oder dem Füller etwas fester aufdrücken. Wir schreiben das G und die enge Verbindung ganz normal wie immer. Beim B drücken wir mit dem Stift etwas fester auf das Papier und schreiben danach wieder mit normalem Druck weiter. Bitte beachten Sie Folgendes. Die Zeichen werden immer im Abstrich verstärkt. Beim B ist das dieser Bereich. Der Fußbogen wird schon wieder in normaler Stärke geschrieben. Zum Vergleich nochmal das Wort geben. Hier haben wir nur die enge Verbindung für das E. Beim Wort gaben haben wir die enge Verbindung und zusätzlich die Verstärkung des folgenden Zeichens, also des Bs. Nachfolgend drei Beispiele. Der Tag. Zunächst haben wir das Kürzel für das Wort der. Ein T, eine enge Verbindung, ein G mit einer Verstärkung für das A, der Tag. Das Paket. Zunächst haben wir das Kürzel für das Wort das, ein P, eine enge Verbindung, ein K mit einer Verstärkung für das A, eine enge Verbindung für ein E, ein T, das Paket. Parken. Ein P, eine enge Verbindung, ein R mit einer Verstärkung für das A, ein K, eine enge Verbindung für ein E, ein N. Parken. Hier haben wir auch ein schönes Beispiel für unsere Regel vom Anfang der Lektion. Das R und das K sind zwei Mitlaute, die aufeinander folgen. Sie werden eng zusammengeschrieben. Am Wortanfang verwenden wir einen Anstrich, der auf der Grundlinie beginnt, und verstärken das folgende Zeichen im Abstrich. Als Beispiel nehmen wir das Wort aber. Wir beginnen mit einem Anstrich auf der Grundlinie, den wir mit dem B verbinden. Das B verstärken wir im Abstrich. Zum Vergleich das Wort Eber
mit dem kurzen Anstrich und das Wort aber mit dem kurzen Anstrich und der Verstärkung des folgenden Zeichens. Nun wieder drei Beispiele. Der Affe. Kürzel für das Wort der, ein kurzer Anstrich, F mit einer Verstärkung im Abstrich für das A, ein schräger Aufstrich für das E am Schluss. Der Affe. Der Acker. Kürzel für der, ein kurzer Anstrich, K mit einer Verstärkung für das A, eine enge Verbindung für das E, R. Der Acker. Der Apparat. Kürzel für der, ein kurzer Anstrich, P mit einer Verstärkung für das A, eine enge Verbindung, R mit einer Verstärkung für das A, wieder eine enge Verbindung, T mit einer Verstärkung für das A. Der Apparat. Wenn wir ein A am Wortende haben, verwenden wir einen kurzen Aufstrich wie beim E. Daran schließen wir einen Abstrich an, den wir verstärken. Als Beispiel nehmen wir das Wort da. Hier haben wir das D, dann einen kurzen Aufstrich und hier den Abstrich, den wir verstärken. Die Kamera. Kürzel für die, K, eine enge Verbindung, M mit einer Verstärkung für das A, enge Verbindung für das E, R, kurzer Aufstrich mit verstärktem Abstrich für das A am Schluss. Die Kamera. Kanada. K, enge Verbindung, N mit einer Verstärkung für das A, enge Verbindung, D mit einer Verstärkung für das A, kurzer Aufstrich mit verstärktem Abstrich für das A am Schluss. Kanada. Das Aroma. Kürzel das, ein kurzer Anstrich, R mit einer Verstärkung für das A, weite Verbindung für O, M, kurzer Aufstrich mit verstärktem Abstrich für das A am Schluss. Das Aroma. Zum Schluss noch zwei Kürzel. Dem, den. Das Kürzel für das Wort dem ist ein M, das wir auf die Oberlinie setzen. Das Kürzel für das Wort den ist ein N, das wir auf die Oberlinie setzen. Ich parke den Wagen. Kürzel für ich, parke. Hier haben wir die Verstärkung für das A. Kürzel für den, Wagen, hier wieder mit der Verstärkung für das A. Ich parke den Wagen. Ich gebe dem Mann den Kaffee. Kürzel für ich, gebe. Kürzel für dem, Mann, mit der Verstärkung für das A. Kürzel für den, Kaffee mit der Verstärkung für das A. Ich gebe dem Mann den Kaffee. Das Übungsblatt für die Lektion 7 steht für Sie kostenlos auf meiner Homepage zur Verfügung. www.dominiqueclarier.com. Den Link finden Sie auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre Dominique Clarier.